Servus die Marlen und grüß euch die Buben. Ja Freunde, wir haben traumhaftes Wetter. Ich bin wieder mal vollgepackt und es gibt wieder mal einen Overnighter. Und hier könnt ihr eine Galerie Autos sehen. Und da wir jetzt Pfingsten haben, bin ich mir sicher, dass die im Steinbruch übernachten. Und somit gehe ich in mein Lager und mache es mir dort gemütlich. Ja, morgen in aller Früh ist dann zeitlich raus. Aber das seid ihr von mir gewöhnt. Und in dem Sinn, schauen wir mal, was uns erwartet. Gehen wir. Ja, Freunde, da ihr den Weg ins Lager sowieso wisst, werden wir das Ganze abkürzen. Und ich lasse mich von Scott jetzt einmal heraufbeamen ins Lager. Scotty, bitte beamen. Ja, danke Scotty, hast du gut gemacht. Ja, perfekt. Und nun werde ich schon langsam einmal mein Lager aufspannen. Es ist bereits 20.03 Uhr. Ja, Sonnenuntergang ist um 20.30 Uhr. Aber ich habe genug Licht dabei, also ich fange mal an und dann schalte ich euch wieder dazu. Bis gleich. Ja, Freunde, wir haben jetzt 20.32 Uhr und mein Setup steht. Ja, wie immer das britische Shelter Sheet, Outdoor-Matte drunter. Dann diese billige Isomatte, mein Sommerschlafsack. Der wird aber jetzt ersetzt durch einen niederländischen Tropenschlafsack. Und ja, heute gibt es auch noch was Leckeres zum Essen. Und zwar gibt es jetzt noch ein paar Bratkartoffeln mit Kantenspeck und Zwiebeln. Das ist zwar schon fix fertig, aber kosten wir mal. Ich hatte das schon einmal in meiner Arbeit, war nicht so schlecht. Jo Freunde, ich habe da mal alles hergerichtet, habe auch heute wieder meinen Solo-Stove dabei und hier sind diese Kartoffeln. Ja, und die werde ich mir jetzt einmal machen. Und zwar habe ich heute ein neues Anzündmaterial zum Testen. Das ist vom Bastian, Military Basic Shop. Und zwar, es kommt aus USA und nennt sich Trioxan. Das sind so große Tabletten, sollten in der Art wie Esbit sein. Ich nehme die jetzt einmal als Anzündhilfe, sollte auch mit dem Feuerstahl zum Entzünden gehen. Und sieht man auch, brennt auch gleich. Sollte auch relativ heiß brennen, das Ganze. Sind in so Bäckchen. Ich habe jetzt leider keines mit, weil ich habe mir die schon aufgeteilt. Ja, wie gesagt, meine Kartoffeln, die kommen jetzt in die Pfanne. Ich werde ich mir dann schmecken lassen. Jetzt warten wir, bis das Feuer mal brennt und dann mal weiter in Ruhe. Ja, das brennt so mit einer bläulichen Flamme. Ja, macht einmal einen guten Eindruck. Auch immer wieder faszinierend, diese Sekundärverbrennung von den Solo Stove. Ja, ich mag den ganz gern, dadurch, dass der unten geschlossen ist, ist doch ein bisschen extremere Sicherheit gegeben. Und drauf mit dem Pfändchen. Ich werde mal gleich ein bisschen würzen. Ja, super, das ist fertig. Das lasse ich mir jetzt einmal schmecken. Ah. Jawohl. Jo, Freunde. In dem Sinn wünsche ich mir Mahlzeit. Ja, nicht so schlecht. Nachgewürzt natürlich besser.
Ja, es ist bereits 9:30 Uhr. Natürlich schon finster. Aber ja. Ja, ich lasse mir jetzt mein Essen noch schmecken. Was so ausschaut. Ja, ich weiß, es gibt Schöneres. Aber nicht so schlecht. Brennt, tief Wasser drauf. Und los geht's. Es geht sich zwar knapp aus, aber ist okay. Da brauchen wir dann zwei Stangen. Oder wir nehmen die Handschuhe, die haben wir sowieso dabei. Ja, heute gibt es einen normalen Nescafé Cappuccino. Ja, der ist relativ schnell fertig. Da ist eigentlich schon 9:30 Uhr ist. Sollte sein dünnes Schlader eigentlich reichen. Ja, der ist gleich soweit. Ja, gleich fertig mein Wasser. Ja, Käfchen. Oder besser gesagt, Wasser ist soweit. So, da. Den Solostoff lasse ich jetzt ausgehen. Den brauche ich heute nicht mehr. So, den schmeißen wir dann weg. Oh, mein Backel. So. Nehmen wir natürlich alles mit nach Hause, ist egal. Bleibt nichts da. Ja, Freunde, wie ihr von mir gewohnt seid, natürlich mein erster Gruß geht wieder an meine Krankensaison. Hoffe, dass bald wieder alles in Ordnung ist. Und der nächste Gruß an alle anderen Prostfreunde. Ja, der ist ein bisschen oberflächlich. Ja, wie gesagt, ich hoffe auf eine angenehme Nacht. Richtig angenehm. Keine Gelsen. Ich habe mein Moskitonetz gar nicht aufgespannt. Habe mich zwar etwas eingesprüht, aber ganz ein leichter Windhauch geht. Ganz dezent. Ja. Käfchen ist leer. Perfekt. Ja, es ist jetzt 9:50 Uhr. Sorry. Nein, ich werde jetzt ein bisschen das Licht und die Kamera abschalten, dass ich mir ein bisschen die Augen an die Nacht anpassen kann. Und ein paar Vögeln zwitschern da noch im Hintergrund. Ja, mal schauen, was man so hört. Also, bis später. Ja, Freunde. In der Zwischenzeit ist es 9:10 Uhr geworden. Das Vogelgezwitscher hat jetzt auch nachgelassen. Ja, Freunde, muss man da jetzt meine Weste überwerfen, meine Fleece-Weste. Die hat mir schon etliche Dienste geleistet, gute. Ja, es hat doch abgekühlt auf 16 Grad und wenn man natürlich sitzt, ist das natürlich doch kalt. Die Müdigkeit ist auch da. Ich werde jetzt noch ein bisschen zusammenräumen, dass wieder alles passt und dann haue ich mich in die Falle. Und da haben sich auch schon etliche Falter bei mir eingefunden. Aber jetzt geht's mal in die Falle. Ja, Freunde, ich habe mich da jetzt einmal ins Bett gelümmelt. Ich liege da jetzt einmal relativ bequem, ja, und wenn das Licht aus ist, ist das ganze Ungeziefer, das Fliegen ja auch weg. Und in dem Sinn wünsche ich euch eine gute Nacht, natürlich auch mir, und man sieht sich morgen wieder. Gutes Nächtle.
Morgen, Freunde. Oh, ich sehe wieder scharf. Ja, 5:45. Und wie ihr vernehmen habt können, es hat geregnet. Und das nicht so wenig. Ja, was soll's? Ich habe noch in der Nacht alles ein bisschen tiefer gespannt, hinter mich geräumt und somit war eigentlich alles im Trockenen. Ja, und jetzt stehen wir mal schön langsam auf und ich glaube, ich brauche ein Frühstück. Also, auf geht's. Ja, es dürfte aber trotzdem wieder ein schöner Tag werden und wir spannen das jetzt gleich einmal wieder ein bisschen höher. Eigentlich werden wir gleich ordentlich mit das Ganze ein bisschen trockener wird. Und auch da, ich habe diesmal diese Schnellspanner verwendet. Die kann man ja wundervoll spannen, einfach eingehängt. Und so kann ich die super Zug geben. Und das hält von allein. Ja, die Marke hat wieder gute Dienste geleistet. Also ich bin wirklich zufrieden mit dem Teil. So. Ja, ich hatte hier regen Besuch von Ameisen. Die haben natürlich das trockene Plätzchen eingenommen. Also hier wurdelt es drauf. Die haben hier eine regelrechte Straße gebaut. Links und rechts von meiner Matte. Ja, aber ich hatte Ruhe. Hab mich nicht gestört. Wir werden dahinter mal die Spannung loslassen. Ich mache immer so Schnelllöseknoten. Der geht ganz einfach auf. Und auch hier braucht man nur anziehen. Und der ist offen. Ja, ich zeige euch den Knoten jetzt noch einmal ganz einfach, wie schnell das funktioniert. Und zwar, man macht hier so eine Schlaufe hinein und zieht das Teil durch. Die andere Seite wickeln wir um den Baum. Und dann einfach hier wieder zurück. Und mit denen kann ich wunderschön spannen. Einen halben Schlag rein und das war's. Ich werde aber schnell meinen Tab abbauen. Und aufhängen ein bisschen zum Trocknen. Den Rest lasse ich dann zu Hause trocknen. Jetzt gibt es einmal zum Frühstücken. Natürlich wieder mein kleiner Dux. Ja, es ist sowieso alles feucht hier. Und da gibt es jetzt mal wieder, wie immer, Speck und zwei Eier dazu. So, den werden wir heute ein bisschen schneiden vorher. Machen wir ein bisschen kleiner. Ja, der ist heute herrlich groß. Die zwei Eierchen dazu. Wasser fürs Käfchen, ein bisschen an den Schutz, perfekt, naja, der Dox ist auch gleich fertig ausgebrannt, nämlich genau jetzt. Schönen guten Morgen. Herrlich. Schaut mal, Freunde.
So kann gerne der Tag beginnen, oder? Die Vögel zwitschern. Ja, Freunde, mal Prost wieder an alle und guten Morgen. Frühstück dazu. Ja, das kommt gut. Ja, ich werde jetzt einmal fertig frühstücken und dann schalte ich euch wieder dazu. So, bin wieder fertig und nun werden wir den Rucksack wieder schultern. Und dann geht's heimwärts. Jo, Freunde, Plätzchen habe ich wieder sauber hinterlassen und nun werde ich den Scotty wieder fragen, ob er mich wieder runterbeamt. Scotty, bitte zum Auto beamen. Ja, danke fürs Beamen, Scotty. Ich bin wieder bei meinem Raumschiff. Ja, Freunde, in dem Sinne, es war eine schöne Nacht, hat mir wieder sehr gut gefallen und da kommen sicher noch Wiederholungen, denn ich habe jetzt Blut geleckt. Sag wie immer, danke fürs Dabeifinden, fürs Zuschauen, wünsche ich noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und vierte euch die Buben.